Liebe Zuschauer, das vierte Adventswochenende ist auch schon wieder Geschichte und wir haben nun Großes vor. Das bedeutet natürlich, drei Kalendertürchen auszulosen, die Nummer 17, 18 und 19. Und da beginnen wir gleich mit der Nummer 17 und da gab es zu gewinnen 3 EMS-Training vom Cardio Fitnessstudio gesponsert. Eine ganz tolle Kiste, kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie es versucht haben, kommen Sie nie wieder davon los. Also, ich rühre um. Gewonnen hat. Gewonnen hat Damian Adamszewski aus Zwickau. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und dann gehen wir doch gleich zu Kalendertürchen Nummer 18 über. Das war ein Schwibbogen von Selkross. Manche sagen auch Lichterbogen, aber in unserer Gegend heißt es Schwibbogen. Na, schauen wir dann mal. Leg los. Gewonnen hat Patrick Küffner aus Krenitzberg. Herzlichen Glückwunsch. Und zu guter Letzt die Nummer 19. Das ist was ganz Spannendes und Leckeres. Also, wenn Sie noch keine Weihnachtsgans haben von VPS, die gibt's noch, die sind richtig toll. Und jetzt ziehen wir den Gewinner dieser Weihnachtsgans für 4 Personen. Dazu gibt es natürlich Beilagen und eine Flasche Wein. Gewonnen hat. Wird spannend. Gewonnen hat Regine Müller aus Wildenfels. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und nun öffnen wir gemeinsam Kalendertürchen Nummer 20. Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick auch in schweren Zeiten. Heute öffnet sich das nächste Türchen unseres Adventskalenders. Wir haben uns eingefunden hier im altehrwürdigen Johannesbad direkt vorm Terravel. Die Mitarbeiter des Terravel haben uns gebeten, dass wir diese Botschaft an Sie übermitteln. Alles Liebe und Gute, gesegnete Weihnachten, bleiben Sie gesund und hinter dem Türchen versteckt sich ein Rosenblütenmilchbad mit Sekt und Knabberei. Und wer schon mal im Terravel zu Besuch war, der weiß, dass man hier richtig verwöhnt wird. Und man kann einfach mal, gerade in diesen so anderen Zeiten, die Seele baumeln lassen. Also wenn das nicht zum Verweilen einlädt, dann bewerben Sie sich.